Bericht des Captains, 4. Februar 2531. 5 Jahre. 5 lange Jahre. So lange hat es gedauert, Harvest zurückzuerobern. Zuerst lief alles nach Plan, aber dann folgte Rückschlag auf Rückschlag. Verlust auf Verlust. Was nach einem schnellen und entscheidenden Sieg aussah, stellte sich als 5 Jahre in der Hölle heraus. Und genau das ist Harvest heute. Die reinste Hölle. Aber jetzt gehört es wieder uns. Serena, Status. Standardorbit erreicht. Alle Systeme normal. Portstarts vorbereiten. Waffensysteme online. Erwarten Sie Ärger, Captain? Harvest gehört wieder uns, aber ich denke nicht, dass die Allianz das auch so sieht. Sergeant Forge, ich höre. Ziemlich viele böse Typen hier, Captain. Und sie haben etwas im Eis entdeckt. Verdammt, das erschwert die Mission. Anders, was haben Sie? Captain, Scans der nördlichen Polarregion zeigen Allianzaktivitäten an der Oberfläche. Da unten ist eine Art Bauwerk. Was glauben Sie, wonach Sie suchen? Das werden wir bald herausfinden. Wir machen die Alpha-Basis wieder flott und übernehmen die Kontrolle über diese Stelle. Ich mache mich bereit, Captain. Sie werden auf keinen Fall mit dem ersten Schiff runterkommen, Lady. Sergeant Forge, Rückzug zur Alpha-Basis. Ich schicke Ihnen Verstärkung. Verstanden. Forge, Ende. Also, nichts allzu Schwieriges? Das könnte der Schlüssel zu unserem Sieg sein, Serena. Es ist das Risiko wert. Captain, Alpha ist hinüber. Kann mich nirgendwohin zurückziehen. Schlage vor, Sie warten mit der Verstärkung. Das lassen wir uns nicht gefallen, Sergeant. Serena, Statusbericht. Sir, viele Truppen ziehen sich von der Alpha-Basis zurück. Wenn Sergeant Forge sie neu organisiert, können wir die Basis vielleicht zurückerobern. Verstanden. Wir sammeln alle Überlebenden und holen uns Alpha zurück. Und damit begrüße ich herzlichst jeden, der Halo liebt oder auch meinen Kanal zu Halo Wars, einem Strategiespiel im Let's Play Together. Ja. Du darfst auch was sagen. Ja, Boll ist natürlich wieder am Start. Es ist Halo. Natürlich ist er dabei. Und dieses Halo ist natürlich ganz anders, wie erwähnt. Das ist ein Strategiespiel von den Ensemble Studios. Was haben die gemacht? Civilization, oder? Sid Meier's Civilization. So in der Regel, genau, irgendwie sowas haben die gemacht. Und es ist verdammt gut. Und Halo Wars ist natürlich eine Konsolenfassung. Kann losgehen. Aber es ist natürlich ganz anders als... wie ihr es auf PC kennt, nämlich simpel, ganz für, jetzt ganz böse gesagt, für doofe gehalten. Aber dennoch macht's mir persönlich Spaß. Lieber Bolle, sollen wir jetzt losgehen? Losfahren. Können wir gerne machen. Gut. Also steuern, tu was natürlich, Controller, ist ja klar. Und mit Befehlen, also wenn wir hingehen, fahren wir natürlich mit X. Special Attacks mit Y, das gibt's auch. Übernehme ich. Ich bin dran. Und wie ihr seht, es ist simpel gehalten, aber es ist immer noch ein Halo. Und das ist auch gut so. Wir waren die Ersten, Sir. Rücke auf.
folgt mir alle! Vor allem das Schöne ist bei den Cutscenes, die Grafik finde ich geil. Losfahren. Schon da. Oh, der Bolle hat jetzt sogar noch einen Warthog. Ich werde bekloppt. Ja, ich mache jetzt hier die Armee klar. Du machst die Armee klar. Losfahren. Gut. Auf dem Weg. Oh, Maun. Oh, oh, lass mal Granate. Los. Das kann wehen. Ach, war jetzt nicht so gut. Nein, hab's aufgeräumt. Ja, man hat auch so kleine Mini-Aufgaben. Zum Beispiel, wir sollten jetzt 100 Grunts vernichten. Das habe ich bisher nur einmal geschafft. Und das in der, glaube ich, in der Demo-Version. Feuer. Im fertigen Spiel noch nie. Das ist komischerweise. Ich hab's auch ein paar Mal versucht. Ist voll geil. In der Demo, Demo-Version habe ich das geschafft. Ziel im Visier. Es ist so geil. Unterwegs. Ja, er spielt, wie ihr es vielleicht gesehen habt, in der Cutscene. Was heißt vielleicht, müsst ihr gesehen haben. 20 Jahre vor Halo 1. Gehe los. Das heißt, da, wo gerade mal so ein bisschen Spartans angefangen haben. Ja, wir kommen schon. Los geht's. Ja, was soll man jetzt dazu sagen? Es ist ein bisschen mit in der Schlacht. Aber halt eine Menge zu tun. Warum heißt du nicht an? Du musst doch umfahren. So geht's auch. So, jetzt nehmen wir mal eben kurz. Da haben wir zwei. Du hast jetzt drei. Ja, auf jeden Fall. Los geht's. No. Schon da. Ja, unsere Aufgabe ist natürlich erstmal eine Basis einzunehmen. Das ist ja erstmal das Einfachste. Sehr simpel auf jeden Fall. Zack, weg bis Elite. Losfahren. Wie immer überfahre ich euch gerne. Macht sie kalt. Kalt machen, kalt machen. So, alle Grunts, alle Grunts. Sie kriegen wir. Uah, der Grill ist voller Grunts-Fetzen. Du, ich mach den Dreck nicht sauber. Los geht's. Erstmal gucken, ich glaube mal runter. Ja. Los geht's. Juhu. Losfahren. Gehe los. Lol. So, komm. Turbo Boost. Los geht's. Losfahren. Du darfst auch. Ja. Wie so ein Haufen, ey. Zieh los. Oh, hier sieht's gut aus. Hier ist ja gar nichts. Hier sind noch weitere Marines. Hier, Tango 3-3. Stehen unter schwerem Beschuss. Das Geschütz macht uns fertig. Das Geschütz? Achso, da ist ein Geschütz. So, fertig. Weiter geht's. Ich meine, ihr seht, es hat schon eigentlich eine... Was heißt? Es hat eine Ähnlichkeit zu Halo Spartan Assault, was natürlich... Passend eigentlich, ihr habt Halo Spartan Assault gesehen. Und jetzt seht ihr das. Aber ihr seht, daher kommt vielleicht sogar die Inspiration. Ja, ich habe Urlaub, ich darf dann. Ja, natürlich. Ich habe Urlaub. Oh, 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 oh. Schalten Sie das Ding aus, dann kommen wir. Los geht's. Fußsoldaten? Ah ja, wir müssen rüber. Stimmt. Auf die Energiequelle zielen. Alle rüber. Alle. Mach sie fertig. Feuer. Mach sie kalt. Schickst du dann an Leute rein, oder? Bin gerade dabei. Oder versuch's gerade. Granate geladen. Räuchert sie aus. Das Ding ist zu stark. Zack. Hoppala. So. Deaktiviert. Los geht's, Gentlemen. Feuer öffnen. So, du kannst deine Fußsoldaten auch mit reinholen. Wir gehen jetzt mitten in die Schlacht hinein. Mach sie fertig. Stehen da noch Fußsoldaten, die unter deinem Kommando stehen. Die Unterstützung wird sich um die gepanzerten Einheiten kümmern. Der Rest gehört Ihnen, Sergeant. Natürlich. Ich mit meiner Elite-Special-Einheit komme natürlich zum Schluss. Ja, natürlich. Niha! So, jetzt auf jeden Fall alle Grunts erledigen. Schnell wie möglich alle erledigen. So, meine Marines gehen langsam down. Es kann wieder eng werden, so wie immer. Unterscheiden. Feuer! Mach sie kalt! Schnell! Feuer! Bestimmt fehlt wieder, wie immer, meistens nur einer oder so. Mach sie fertig! Warum auch immer. Weil jetzt kommt kein Nachschub und das ist der klickliche Rest. Oh, keine Angst. Ja, oder fünf fehlen. Fünf. So viel Spaß hatten wir die ganze Woche nicht. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es beim besten Willen. Ja, gut. Spirit of Fire. Forge hier. Gebiet gesichert. Situation normal. Befehle? Die alte Basis gehört wieder uns. Sergeant Forge, vielleicht sollten Sie sich hier umsehen.
Jo, das war jetzt die erste Mission von Halo Spartan. Nein, Quatsch. Was laber ich da? Ich meine von Halo Wars. War Wars. Ich denke mal einfach. Ja, was denkst du? Ich dachte gerade als erstes Video setzen wir hier einen Cut. Ja, würde ich sagen. Ich bin jetzt so fies. Wir setzen hier einen Cut und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Halo Wars auch wieder. Ich überlege gerade, ob wir das vielleicht immer so machen, nach jeder Mission einen Cut setzen oder ob wir vielleicht, je nachdem wie die Zeit ist, gucken wir einfach. Es gibt dann wird auch Missionen geben, wo es ein bisschen länger dauert. Ja, nein. Na gut, liebe Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge zu Halo Wars. Bis dann. Das war die erste Folge von Halo Wars mit mir und dem guten Bolle. Aber ich kann euch versprechen, in der nächsten Folge geht es noch weiter und auch danach geht es weiter und immer mehr. Und Halo Wars ist ziemlich geil, aber zuerst in der nächsten Folge Basis aufbauen. Aber seid gespannt, wir sehen uns. Dann demnächst.